Auch die Tiroler Standschützen standen an der Front vor 100 Jahren, als der Erste Weltkrieg begann und am Ende die neue Geschichte Südtirols bei Italien herbeiführte. Die heutigen Schützen im Bezirk Unterland zeigen dazu jetzt eine besondere Ausstellung. Vor 100 Jahren, als Italien, Österreich-Ungarn den Krieg erklärt hatte, stand den Tiroler Standschützen die Aufgabe zu, ihre Heimat zu verteidigen. Sie waren gewissermaßen das letzte Aufgebot für den Krieg, obwohl viele der Standschützen noch minderjährig oder über 80 Jahre alt waren. Die Standschützen waren einst als Realität effektiv und auf der anderen Seite auch ein bisschen ein Mythos. Weil nachdem, dass sie nicht gut ausgebildet waren, waren sie auch sobald es irgendwie ging, von regulären Truppen ersetzt worden und haben dann nur mehr Handarbeiten und Zulieferungen erledigt. Aber natürlich waren sie von Anfang an eine sehr wichtige Einheit. Und in der Ausstellung selber haben wir immer versucht, diese beiden Aspekte, einmal den Mythos und eben auch die Realität, eben darzustellen. Die Ausstellung soll das Leben der Standschützen aufzeigen, aber auch Lokalgeschichte vor Augen führen. So wird die Geschichte der zwei Unterlandler Standschützenbarone Auer und Kaltern erklärt, genauso wie des ehemaligen Feldflugplatzes bei Neumarkt. Die Schützen haben dafür die Räumlichkeiten der alten Bibliothek im Widum von Auer aufwendig umgestaltet. Die Sonderausstellung bleibt noch bis Anfang November geöffnet.